Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Heute repariere ich einen Staubsauger. Heute repariere ich mal wieder einen Staubsauger. Diesmal ist es ein Siemens SynchroPower 2200 Watt. Der geht nicht mehr an. Dann schauen wir doch mal, was der Gute für ein Problem hat. Geht nicht mehr an. Um die Gehäuseoberseite zu entfernen, muss man auch ein paar Klammern mit dem Schraubenzieher wegdrücken. Das ist einmal hier und dann auf der anderen Seite hier. Und man könnte meinen, weil hier so zwei Pfeile sind, dass sie auf die Klammern hindeuten, ist aber nicht so. Die eine Klammer sitzt hier in der Ecke und die andere sitzt hier. Wenn man dann das Gehäuse geöffnet hat, sieht man hier den Motor, hier die Aufwicklung vom Kabel und hier die Elektronik mit dem Netzschalter. So, da ist auch eine kleine Klammer, die drückt man auf die Seite und dann kann man diese kleine Platine hier ein Stück rausziehen. Da können wir mal gucken, wo das Problem liegt. Beim letzten Staubsauger war es der Netzschalter, der nicht mehr geschaltet hat, weil da zu viel Staub drin war. Und dann schauen wir jetzt mal hier, ob das bei dem auch der Fall ist. Das kann man ganz leicht ohmisch durchmessen. Der Schalter hat zwei Kontakte. Von hier nach da. Ja? Erschaltet. Einwandfrei. Also liegt es wohl nicht am Schalter, es sei denn, ich habe mir jetzt hier schon wieder lose gerüttelt oder sauber gerüttelt. Deswegen baue ich die Platine hier nochmal ein. Da sind hier so zwei Kontakte, die hier aufs Netzkabel gehen. Jetzt wie immer der Hinweis, wenn ich hier unter Strom arbeite, ist natürlich besondere Vorsicht geboten. Das heißt also, wer sich nicht damit auskennt, Finger davon lassen. Jetzt sollten hier eigentlich 230 Volt anliegen, das tun sie auch. Da sind es auch noch 230 Volt und da ist es nichts mehr. So, jetzt drücken wir mal hier auf den Schalter. Vor dem Schalter 230 Volt, nach dem Schalter 230 Volt. Ah ja, ich glaube, ich weiß wo. Das Problem ist, ich habe gerade eben da unten einen Funken gesehen. Ich messe jetzt mal ohmisch zwischen den Anschlüssen hier vom Motor und den Motorkohlen. Das heißt also zwischen diesem
und dem hier. Wunderbar, da ist Durchgang. Hier haben wir einen guten Durchgang. Ja, hier auch. Und das Problem ist, das will nicht so richtig. Ist ja alles ein bisschen oxidiert. Da werde ich mal mit Kontaktspray arbeiten. Ja, das gute Kontakt 60. Mal gucken, was da passiert. Das lassen wir jetzt hier ein bisschen einwirken. So, das Problem liegt hier dazwischen. Das heißt zwischen dem Halter für die Schleifkohle und hier dem Kontakt. Und dazwischen ist so ein winziges Stück Metall, was die Verbindung herstellt. Das ist nicht fest dran, sondern wird einfach nur dagegen gedrückt. Problem ist hier auf der Seite, dass das nicht mehr dagegen gedrückt wird. Das ist auch irgendwie so ein Teil. So. Da ist irgendwie ein Teil abgebrochen oder weggerostet, wie auch immer. Und ich kriege das hier nicht mehr dran gebogen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier so ein Stück Lötzinn da drauf zu löten. Also einfach so einen Lötpunkt da drauf machen. Es geht hier nur um wenige Millimeter oder Zehntel Millimeter. Und vielleicht kriege ich das damit auf die Reihe. Mal schauen. Das auf Dauer funktioniert. Aber hey, einfach probieren und dann wird man sehen. So, ich habe nochmal nachgelötet und alles wieder eingebaut. Wollen wir doch mal probieren, ob das. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie lange es hält. Aber das werden wir dann sehen. Dann baue ich den ganzen Kram mal wieder zusammen. Mach's noch ein bisschen sauber. Und dann müsste es das gewesen sein. Thank you.
Ja, jetzt ist er fertig. Funktioniert wieder einwandfrei. Mal gucken, wie lange. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann wieder hier in Ralfs Bastelbude.